Patchwork ist, du nimmst große Stücke Stoff, du zerschneidest sie in viele kleine und dann nähst du sie irgendwie in mühevoller Kleinarbeit andersartig zusammen, dass hoffentlich irgendwie etwas Schöneres draus entsteht. Ihr kennt das vielleicht aus der Schönheitschirurgie. Ich hatte euch heute mein Herzensthema Selbstführung mitgebracht, aber da gibt es so viel zu erzählen und wir haben so wenig Zeit und deswegen möchte ich gerne lieber mit euch übers Nähen und übers Backen sprechen. Mein Sohn ist im Dezember 7 Jahre alt geworden und seit dem Tag seiner Geburt haben sich in meinem Leben Maßstäbe und Bedeutung verändert. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, 2 Monate vor seinem errechneten Geburtstermin, da kam mir auf einmal so dieser Gedanke, Mensch, wie kann ich denn eine Erinnerung an diesen besonderen Tag in seinem und in meinem Leben schaffen und wie kann ich irgendwie was Bleibendes hinterlassen? Und in dem Moment dieses Gedankens, da war mir die Auswirkungen, die Konsequenzen dieses Gedankens noch nicht wirklich klar, weil die Antwort, die kam aus einem Bereich meines Hirns, zu dem ich vorher noch keinen Zugriff hatte. Denn ich kam auf die irrwitzige Idee, ihm eine Patchwork-Decke zu nähen. Und denjenigen von euch, denen das nicht sagt, Patchwork, das kannst du dir so vorstellen. Patchwork ist, du nimmst große Stücke Stoff, du zerschneidest sie in viele kleine und dann nähst du sie irgendwie in mühevoller Kleinarbeit andersartig zusammen, dass hoffentlich irgendwie etwas Schöneres draus entsteht. Ihr kennt das vielleicht aus der Schönheitschirurgie. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Aber ich weiß noch genau wann. Denn ich kaufte mir dann zu meinem Geburtstag im November eine Nähmaschine und verbrachte den Tag in diesem kleinen Stoffladen in München, der bis unter die Decke hin gefüllt war mit Stoffen. Und ich bin gefühlt in diesen 3-4 Stunden, die ich da war, 1000 Mal diese Holzleiter hoch und runter gelaufen. Meine Frau hochschwanger und die Verkäuferin mit der Situation, dass sich ein Typ so in Stoffe verliert, sichtlich überfordert. Und ich fing an zu nähen. Nacht für Nacht. Denn ich wollte pünktlich fertig werden zu seinem Geburtstag. Und als er sich dann entschied, 2 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt zu kommen, dann setzte mich das enorm unter Druck. Und so wurden meine Nächte länger, denn, naja, ich habe das mit dem Schnellernähen probiert, aber das hat bei mir nicht geklappt. Und ich hatte diesen Anspruch und habe das dann auch geschafft, denn am Abend, das war der 27. Dezember, als Kind und Mutter endlich schliefen, setzte ich die letzte Naht der Einfassung und so entstand das, was hoffentlich für ihn in Erinnerung bleibt, für sein Leben, was mich doch viele Stunden meines Lebens gekostet hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, aber es wurde noch nie mit so angemessenem Applaus wirklich honoriert. Insofern freue ich mich da sehr drüber. Also, die Decke, die war fertig, aber die Geburtstage, die kamen wieder. Und mit ihnen auch die immer gleiche Frage, was kann ich denn tun, um diesen Tag irgendwie besonders zu machen? Und so entstand bei uns zu Hause die Tradition, dass sich mein Sohn jedes Jahr zu seinem Geburtstag ein Motiv für die Geburtstagtorte wünschen konnte. Und ich versuchte das dann in der Küche irgendwie umzusetzen. Und am Anfang war das noch relativ einfach, denn er war ein großer Fan von Autos und das war schnell gemacht. Aber mit dem Laufe der Jahre, da veränderten sich seine Vorstellungen und auch in mir wuchsen meine Ansprüche an mich selber. Und es entstanden im Laufe der Jahre doch die verschiedensten Torten. Aber mein Meister, den sollte ich doch erst noch finden. Denn als ich ihn im vergangenen Dezember fragte, was wünschst du dir denn? Dann war seine Antwort auf einmal, den Großmeister Yoda. Ey, war das nicht gemein? Ich stand da und dachte, wie soll ich das denn machen? Und erst ging mir der Gedanke durch den Kopf, nee, wünsch dir was anderes, das geht nicht. Und dann ertappte ich mich bei diesem Gedanken und sagte, nein, komm, du kannst dir wünschen, was du willst und ich setze das schon irgendwie um. Wisst ihr, bei uns Männern ist das ja so, dass wenn wir schon mal in der Küche was machen, dann machen wir immer gleich ein Projekt draus. Und insofern habe ich mir dann zu Weihnachten auch eine Airbrush gekauft, weil ich wollte, dass das noch irgendwie raffinierter wird. Und ich wollte ja auch diesen Ninja vom Vorjahr noch irgendwie toppen. Und am Ende ist es auch nur eine Frage der Zeit und der Verzweiflung, dass dann irgendwann dieser Yoda fertig sein würde. Und das war er dann auch, pünktlich zum Geburtstag. Und auch das hat mich ein paar Stunden gekostet. Vielen Dank. Wer von euch näht oder backt? Okay, einige, dann könnt ihr mir bestimmt noch ein paar gute Tipps für den nächsten Geburtstag geben. Die anderen von euch, ihr sitzt jetzt hier wahrscheinlich und denkt so, ey, will der Typ echt die ganze Zeit übers Nähen und übers Backen sprechen? Nein, will ich nicht, keine Sorge. Denn die Erkenntnisse, die sind übertragbar.
Tauscht das Mehl und den Zucker aus durch Holzbalken und Schrauben. Das geht genauso. Als wir vor 5 Jahren an unser Haus an den Ammersee gezogen sind, da war das Grundstück ziemlich heruntergekommen. Und als ich so ums Haus herumging, da sah ich hinten neben der Garage so dieses, ich weiß gar nicht genau, was es war. Es war so dieser Rest von einem Überdach. Und ich habe sowas auch noch nie gebaut, aber ich wusste eins, das kann so nicht bleiben, das will ich so nicht haben. Und im darauffolgenden Sommer machte ich mir Gedanken und sagte, okay, was brauchst du wirklich? Ich machte einen Plan und sagte, ja, eigentlich, du brauchst ein Fundament, du brauchst ein paar Pfosten und dann baust du ein Dach und irgendwie baust du da so einen einfachen Geräteschuppen hin, das geht schon. Und manchmal, wenn wir uns so leidenschaftlich mit Sachen beschäftigen, dann schießen wir ja so ein bisschen übers Ziel hinaus. Und als ich dann fertig war und meine Frau das Ding sah, dann sagte sie so, ja, ist ja prima, wann ziehst du ein ins Gästehaus? Und ich dachte so, Gästehaus, Mann, das ist ein Geräteschuppen. Okay, ein ziemlich cooler, aber für ein Gästehaus hätte ich ja irgendwie noch Fenster gebraucht. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, warum erzählt er uns das? Denn es geht nicht wirklich ums Nähen, es geht nicht ums Backen und es geht auch nicht ums Bauen, es geht um etwas viel Grundlegenderes. Denn es geht darum, dass du alles erreichen kannst, was du willst. Und das habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört. Ich habe das auch schon ganz oft gehört, aber was ich selten höre, ist, wie denn das geht. Und so habe ich mal nachgedacht. Wie habe ich das alles gemacht? Klar, ich habe schon mal einen Knopf angenäht, ich habe auch schon mal Plätzchen gebacken und einen Nagel in die Wand gehauen, aber noch nie zuvor in diesen Dimensionen, die ich hier mal gebaut habe. Und die Antwort liegt für mich in der Selbstführung. Denn in der Selbstführung kannst du alles schaffen. Ich habe einfach nie gezweifelt an mir. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Geht nicht, gibt nichts, und dann habe ich es gemacht und dann war es dann irgendwie fertig. Wenn du mit Leidenschaft dabei bist und dich selber dahin führst, dann kannst du alles schaffen. Und am Ende führt dich die Selbstführung zu deinem Glück, zu deiner Karriere, zu deinem Erfolg oder was auch immer für dich gerade das Wichtige in deinem Leben ist. Denn wenn wir das alles mal runterbrechen, dann geht es doch um Lebenszufriedenheit. Und die wurde gerade wieder in einer Studie untersucht. Im Herbst letzten Jahres ergab eine Studie, dass 33% der Befragten in Deutschland sehr zufrieden mit ihrem Leben sind. Aber nur 33%. Und auch der OECD Better-Life-Index, sowas gibt es tatsächlich, bescheinigt Deutschland 7 von 10 Punkte bei der Lebenszufriedenheit. Das ist an sich nicht so schlecht, aber wollen wir uns denn wirklich mit 70% Lebenszufriedenheit zurechtgeben, wenn wir doch mit der richtigen Selbstführung auch auf 100 kommen könnten? Und viel dramatischer finde ich die Ergebnisse der Arbeitszufriedenheit, der jährlichen Studie, jedes Jahr die gleichen Zahlen. 15% der Menschen sind total motiviert und voll dabei bei dem, was sie tun. Und demgegenüber stehen 14% der Menschen, die haben innerlich schon gekündigt. Die sitzen nur noch da rum und atmen den anderen die Luft weg. Und die verbleibenden 71%, fast noch schlimmer, die machen Dienst nach Vorschrift. Warten auf das Wochenende, die vorzeitige Rente oder den schmerzfreien Tod, ich weiß es nicht genau. Ich habe es auch nie wirklich verstanden. Und ich hatte das große Glück, dass ich immer mit den 15% der motivierten Menschen zusammenarbeiten durfte. Und so habe ich in den letzten 2,5 Jahren mit rund 1000 Menschen aus 50 Ländern aller 5 Kontinente an deren Lebenszufriedenheit, an deren Selbstführung gearbeitet. Und was ich da herausgefunden habe, ist, dass es gar nicht so schwer ist, wenn du weißt, wie es geht. Und dass sich die Selbstführung dahin bringen kann. Und 3 Erkenntnisse habe ich euch heute Abend mitgebracht. Mein erster Erkenntnis drehte sich um die Frage, wie werden denn Menschen nun erfolgreich? Nun, nimm ein Backrezept oder eine Bauanleitung, wenn dir dieses Bild besser gefällt. Denn am Ende des Tages brauchst du nur 3 Zutaten. Zutat 1, das Selbstbewusstsein. Das heißt, du musst daran glauben, dass du alles schaffen kannst. Hör endlich auf zu zögern und zu zweifeln. Zutat Nummer 2, die Selbstverantwortung. Übernimm die Verantwortung für deine Situation. Übernimm die Verantwortung, das zu bekommen, was du haben willst. Und die Zutat Nummer 3, die Selbststeuerung. Das heißt, wie kommst du in die Selbstmotivation, in die Selbstdisziplin? Wie kannst du das lernen, was du brauchst? Und das sind diese 3 Zutaten im Leben, mit denen du alles erreichen kannst. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann sind das auch genau die 3 Zutaten, mit denen ich alles erreicht habe, was ich immer erreichen wollte. Und das sind auch die 3 Zutaten, die mir geholfen haben, aus einer Situation herauszukommen, wenn ich nicht mehr in ihr bleiben wollte. Ihr erinnert euch vielleicht an das Jahr 2008, 2009. In der Finanzkrise ist sehr viel Geld verschwunden, verbrannt. Wir wissen heute noch nicht, wo es ist, auch meins. Und mich hat es damals ganz schön erwischt. Ich habe 60% meines Umsatzes verloren, 60%. Und wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist, dann weißt du, was das bedeutet.
Und wenn du angestellt bist, dann stell dir einfach vor, dass du ab morgen nur noch 40% deines Gehalts bekommst. Und es kam noch schlimmer, denn viele meiner Kunden damals waren in der Finanzbranche. Und ich war von meinen Kunden so begeistert, dass ich mein Geld der fetten Jahre aus 2006 und 2007 in viele Aktien meiner Kunden investierte und auch dieses Geld war weg. Und ihr seht schon, Selbstführung schützt nicht vor Dummheit. Und es dauerte auch nicht lange, dass das Finanzamt kam und dann die Steuern für 2007 haben wollte. Und das war eine Situation, die war schwer. Und ich hätte jammern können, ich hätte heulen können. Habe ich auch gemacht. Für einen gewissen Moment. Und dann erkannte ich, dass das Jammern und das Heulen, das bringt mich nicht weiter, das hilft mir auch nicht und das bietet mir auch keine Lösung an. Und ich habe erkannt, dass ich meine, das Selbstbewusstsein hatte ich, wen gibt es schon Größeres als mich, aber ich habe die Selbstverantwortung, die habe ich schleifen lassen. Und in dem Moment habe ich die Verantwortung übernommen für meine Situation. Nicht für die, in die ich da reingekommen bin, dafür konnte ich nichts. Finanzkrise war nicht ganz mein Ding, aber da wieder rauszukommen, das lag allein in meiner Verantwortung. Und ich hatte auch noch die unterstützende Vision, denn wir wollten im Jahr darauf heiraten und auch dafür brauchten wir Geld. Und mit 100% der Selbstverantwortung kam auch 100% des Umsatzes wieder. Meine zweite Erkenntnis drehte sich um die Frage, wie unterstützt dich denn die Selbstführung in deinem täglichen Leben? Und wenn ich heute so meinem Sohn in die Augen schaue, dann geht mir immer wieder ein Gedanke durch den Kopf. Wie kann ich ihn bestmöglich auf dieses Leben vorbereiten? Was kann ich tun, dass er glücklich wird und dass er mit Problemen fertig wird? Denn vor Problemen kann ich ihn nicht bewahren, das will ich auch nicht, denn er muss lernen, damit umzugehen. Und auch hier ist die Antwort für mich die Selbstführung. Denn das Wertvollste, was ich ihm mitgeben kann, ist, ihn in seiner Mündigkeit zu unterstützen. Ein achtsames, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen. Denn ich glaube, das ist das Wichtigste. Und am Ende, was braucht es denn wirklich dafür? Es braucht das Selbstbewusstsein. Ich denke, wir als Eltern, das Wertvollste, was wir für unsere Kinder tun können, ist, unsere Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu unterstützen und sie darin zu festigen. Aber dazu musst du selber auch selbstbewusst sein. Denn du kannst andere nur führen, wenn du dich selber auch führen kannst. Das heißt, Selbstbewusstsein ist eine entscheidende Kompetenz. Und wie komme ich wirklich in meinem Leben dort weiter? Bei uns zu Hause gibt es einen Satz, der ist tabu und da werde ich echt sauer, wenn ich den höre. Und der heißt, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und natürlich gibt es viele Sachen, die ein 7-Jähriger noch nicht kann. Hey, es gibt auch viele Sachen, die ich noch nicht kann. Und das ist vielleicht ein bisschen beschämend, hier vor euch zu erzählen. Ich bin seit 10 Jahren mit einer Spanierin verheiratet. Moment, das ist nicht das Beschämende, das ist echt super. Aber dass ich immer noch kein Spanisch spreche. Wir sprechen zu Hause Deutsch und wir sprechen zu Hause Englisch und mir fehlt es einfach an der Selbststeuerung, an der Selbstdisziplin, diese Sprache zu lernen. Aber es liegt nicht daran, dass ich es nicht könnte, denn du kannst alles, was du willst. Blick mal auf dein Leben zurück. Was hast du schon erreicht? Und auch das hilft dir, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Und das ist das, was ich mit diesen vielen Menschen auf der ganzen Welt gemacht habe, zu gucken. Wo ist die Superkraft deiner Biografie? Was hat dir geholfen in deinem Leben und was kann dir auch helfen, da hinzukommen, wo du hin willst? Die dritte Erkenntnis beschäftigt sich um die Frage, wie hilft dir denn die Selbstführung in deinem Arbeitsleben? Wir verbringen so viel Zeit in unserem Job, aber viele verbringen sie nur und genießen sie nicht wirklich. Und manche sind vielleicht auch überfordert mit den Veränderungen der Zeit. Die Welt verändert sich. Die Welt ist volatil, sie ist unsicher, die Welt ist komplex und sie ist voller Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten. Kurz, die Welt ist VUCA. Wir reden neuerdings immer von dieser disruptiven VUCA-Welt. Aber was bedeutet das denn? Was heißt das eigentlich? Und hat sich die Welt nicht schon immer verändert? Das heißt, die entscheidende Frage muss doch sein, wie gehen wir heute damit um? Und ich erinnere mich noch gut an meinen ersten und meinen zweiten Job und meinen Chef damals, Lutz. Und als er mich 96 fragt, ob ich mit ihm von Frankfurt nach Stuttgart gehen will, um dort die Telekommunikationsbranche neu aufzumischen. Und Lutz war eine Führungskraft, davon bräuchten wir heute mehr. Denn Lutz förderte, er forderte und er führte, anstatt nur zu managen. Und er vertraute in Menschen und in ihre Fähigkeiten. Und als er mich damals fragte, Mensch Nick, wie wär's denn, wenn du den Vertrieb aufbaust und führst? Da hatte ich zunächst Schiss in der Buchse.
mit 27 und nur einem Jahr Berufserfahrung. Ich meine, was konnte ich schon? Was habe ich schon gemacht? Doch Lutz erkannte mein Potenzial und unterstützte mich dabei und sagte, Mensch, doch, du kannst das, mach das. Und so übernahm ich die Verantwortung für den Umsatz, für die Ziele, für meine Zukunft. Und wir waren erfolgreich. Wir waren erfolgreich und wir hatten auch echt Spaß dabei. Und wenn ich so zurückblicke in mein Leben, dann kann ich sagen, dass ich in jeder beruflichen Station immer Spaß dabei hatte. Und vor allem, wenn ich die Verantwortung dafür übernommen habe. Wenn ich gucke und sehe, wie gehen Menschen und Organisationen heute damit um? Was braucht es denn noch? Eine agile Transformation? Was ist das und was bedeutet das? Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, die heißt Agile Organisationen auf dem Prüfstand. Und dort wurden Führungskräfte und Mitarbeiter befragt, was sind die wichtigsten Anforderungen an die Führung in der heutigen, in dieser agilen Welt? Und das Ergebnis ist für mich nicht ganz überraschend, denn es dreht sich am Ende wieder um Selbstführung. Auf Platz 1, Mitarbeiter mehr in die eigene Verantwortung zu bringen. Um das aber tun zu können, bedarf es auf der anderen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Verantwortung auch übernehmen wollen. Auf Platz 2, Mitarbeiter mehr aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden. Ja, um das aber tun zu können, was brauchst du denn dazu? Zum einen mal eine entsprechende Fehlerkultur, zum anderen aber auch die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die dieses Selbstvertrauen haben, in die Verantwortung zu gehen, dieses Selbstbewusstsein haben, diese Verantwortung, diese Entscheidung auch treffen zu können und zu wollen. Und auf Platz 3, der wichtigsten Anforderungen an Führung heute in der agilen Welt, der Wandel der Führung weg von der Kontrolle hin zur Unterstützung. Um das aber leisten zu können, braucht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Selbststeuerung sind, die ohne diese Kontrolle wirksam und effektiv arbeiten können. Bist du bereit für diese VUCA-Welt? Das Thema Selbstführung ist mehr als nur mein Herzensthema. Es ist mein sehnlichster Wunsch, dass ihr heute Abend hier was mit nach Hause nehmt. Und zwar mehr als nur, ihr könnt alles tun, was ihr wollt. Das könnt ihr, aber auch, wie ihr es tun könnt. Und wenn ihr vielleicht noch diesen Zweifel habt, wenn ihr zögert, dann sucht nach der unterstützenden Vision. Als ich unser Haus vor 6 Jahren bei der Besichtigung zum ersten Mal gesehen habe, da wusste ich, das sollte unser neues Zuhause sein. Aber ich war unsicher, ob das klappt. Ich hatte Angst vor der Enttäuschung. Es war der 27. Februar, ein wunderschöner Tag und die Sonne spiegelte sich im See, im Hintergrund die Silhouette der Berge. Und ich saß nur wenige Minuten von dem Haus entfernt in diesem Biergarten und verliebte mich in diese Gegend. Doch das Bild, was ich dort sah, war nicht das Bild, was ich im Kopf hatte. Denn das, was ich im Kopf hatte, das war eine Vision, die war viel größer als das Haus und der See. Das, was ich eigentlich im Kopf hatte, vermutlich mehr im Unterbewusstsein, das war das Bild, was viele Jahre später erst entstanden ist, als wir dort schon lebten. Und in dieser Vision verblasste die Enttäuschung und die Angst und das hat geklappt und wir leben seitdem in diesem Haus. Was ist deine unterstützende Vision in deinem Leben? Ich habe gerade in der Pause meinen Sohn angerufen, um ihm gute Nacht zu sagen. Und es ist schon eine Weile her, da brachte ich ihn zu Bett und er machte wieder irgend so einen Quatsch, der mich zum Lachen brachte. Und total verliebt in diesem Moment schaute ich ihn an und sagte, gute Nacht, bester Sohn der Welt. Und er grinste über das ganze Gesicht und schaute mich an und sagte sehr glücklich zurück, gute Nacht, bester Papi der Welt. Und auch wenn es zugegebenermaßen von außen etwas schnulzig klingt und auch meine Frau immer mal wieder die Augen verdreht, wenn sie dabei ist, machen wir das seitdem jeden Abend. Denn es ist so schön fürs Selbstbewusstsein und es ist so einfach und es tut so gut. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem Weg der Selbstführung. Gute Nacht, bestes Publikum der Welt. Danke. Nikolai Christ. Danke.